Servus Leute, Knochen wieder hier. Ja, ihr Schlawiner, wie sieht das aus? Hier fahre ich den Panzerjäger 1, hier noch liebevoll Panzerjäger 1 genannt. Ist halt 4,7 cm Pack auf dem Panzer 1 Chassis. Relativ gute Nachladegeschwindigkeit. Hab das ja auch geskillt alles, ne? Muss man ja machen. So, muss man zusehen, dass ich hier irgendwie vernünftig durchkomme. Ist ziemlich schnell für seine Verhältnisse, also 50 km/h habe ich zwar bisher nie erreicht, aber wahrscheinlich erst 90 Grad Abwärtswinkel gemeint. Muss man ja zusehen, dass ich hier was reiche, erreiche oder was reiße. Was reiche? So, haben wir schon die ersten Schlawiner. Klappanzer schnell weg mit dem Teil. Also wäre schön gewesen, wenn es schnell, aber hier, wir sind das Getriebe zerhämmert, Burg und zack die Burm. Der Fahrer ist auch weg. Ja, so ist das halt, wenn man einfach stehen bleibt. Das ist natürlich nicht sehr genau hier beim Zielen. Das kommt vor, viel Drall und so, ne? Das muss ich natürlich alles beachten. Und also Nachladezeit habe ich rund 3 Sekunden. Kritischer Treffer jetzt weg endlich. Jeez. Können wir mal sehen, was der alt aushält, ne? Gut, kein Wunder, wenn nur die Hälfte trifft. Ja, ich sehe schon, das neben mir. Oh, Kronen hat zerstört, endlich. Notiert hier. So, jetzt gucken wir mal, was ich noch hier ins Visier nehmen kann. Da. Ein anderer Panzerjäger, der ist schon richtig schön bemalt. Okay. Ich sag mal, wird Zeit, sich zu verpieseln. Schade, letztes habe ich so gut geschafft, habe ich noch einen anderen weggenommen. Oh ja, ja, ja. Jetzt haben sie Blut geleckt, sie wollen weiterschießen. Wie komme ich jetzt hier raus? Im Prinzip kesseln sie uns ein hier. Genau, fahr du mal vor, schieß mal ein bisschen, mach mal was, dann kann ich mich erstmal in die Luft geben hier. Wenn man so eine Bombe abzufangen. Ein bisschen weiter zurückfahren. Gucken die Kommandanten an hier und dann. SPD-3, komm. Geht gleich ein Sturz. Weg ist er. Papa. So, kurze Runde drehen. Den Schub rausnehmen hier. Hier sind bestimmt irgendwo Flakpanzer oder hier irgendwo war da noch ein anderer Pack. Jetzt habe ich das Ding gesehen. Schade, echt jetzt, kurz vor dem Teil stehen geblieben. Gesund und munter. Gesund und munter gab's dafür. Immer schön Erfolg. So, kann ich nicht ins Visier nehmen, schade. Ich muss ein bisschen vorgucken hier. Hätte klappen können, hätte klappen können. Man weiß es ja vorher nicht. Also, die belagern uns noch ziemlich hier, auch mit der anderen scheiß Panzerjäger. Ich hoffe, er war jetzt nicht schussbereit. Ich hab mal richtig beschissen gezielt. Ich sehe auch nicht genau. Wow! Nächstes Ziel, genau so sehe ich das auch. Steht irgendwo dahinter. Versteckt sich hier. Sich verstecken, der kleine Schlawutzki. Ist ein bisschen schwierig hier. Ich meine, die Mannschaft ist ganz gut geskillt eigentlich, aber... Der wird jetzt nicht stehen bleiben hier. Heikel, heikel, heikel.
Ich denke, das wird so nix. Wenn mit dem Panzerjäger fährt man nicht einfach so durch die Botanik. Nee. Da verballere ich nur Munition, ohne dass es irgendeinen Effekt hat. Aber... Oh. So, ich gehe noch mal kurz in die Luft, denn ich will zum Beispiel andere Packs oder so rausnehmen. Komm. Aber das ist ja noch genau, oder den Jäger hier abfangen. Ja, wir wissen, wie es ausgehen wird. Wir wissen, wie es ausgehen wird. Hm. Er hat mich nicht gekillt. Er hat mich nicht gekillt. Aber ich werde mit ziemlicher Sicherheit abbrennen. Also so kenne ich das jedenfalls von den japanischen Flugzeugen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Der kriegt einen Kill. Er kriegt einen Kill. So, wie sieht's aus hier? Ist natürlich relativ unspannend, weil ich mich jetzt noch gar nicht großartig hier vorbewegt habe. Aber jetzt werde ich das mal machen. Hm. Wir können rüberfahren zu C. Aber ich fahre mal hier so. Bleibt natürlich nicht stehen, wäre schon blöd von ihm. Ich stehe ein bisschen zu hoch eigentlich. Okay. Puh. Ich meine, es war schon echt ein Glückstreffer. Gut, dann natürlich bin ich auch sehr skillig, aber trotzdem war es ein Glückstreffer. Ein Glückskickstreffer. Einfach rüber zu C ist mir doch irgendwie lieber. Sir, was? Maramel? Paramel? Karamel? Ich glaube, ich werde direkt um die Ecke loopen. Ich könnte von oben fahren, aber es ist ja blöd, wenn meine Wanne dann so... Okay. Jetzt hat er mich gesehen. Der Fahrer ist hinüber. Heißt natürlich noch nichts. Braucht mehr Treffer. Auch der ist weg. Puh. Läuft immer richtig geschmeidig hier. Jetzt will ich aber auch mal mit dem Bomber. Jetzt habe ich auf Towing gedrückt. Scheiße. Whatever. The world needs more Anglicism. Besser. Da war er nicht erst. Er müsste noch da sein. Er hat geschossen. Boom! Das läuft immer richtig gut. So, kämpfen wir. Oh, shit. Fast den Pimmel abgerissen hier. Mein Gott. Ziel war ziemlich genau hier. So, dann lass mal cappen hier. Keule. So. Das läuft ja richtig gut. Pass mal auf, ich gehe in die Luft. Das ist total beknackt, hier jetzt in die Luft zu gehen. Aber ich will vielleicht noch einen Kill machen. Irgendwas abschießen hier. Das ist richtig killgeil irgendwie. Na hier, die Junkers. Auf jeden Fall. Die Junkers. Echt jetzt? Ich denke, man kriegt Kotz. Oh, ich muss schnell raus. Aua! Ja, dachte ich mir. Oh, shit.
Ja, zieh nach hinten ab, du Penis. Gut, wir haben es geschafft. Wie auch immer. Ah, richtig schön viele Punkte bekommen. Wie war jetzt mein Rang? Habe ich noch nicht drauf geachtet. Ich habe den noch nicht mal fertig modifiziert. Zweiter. Ja, so kann es kommen. So kann es kommen. Oh, ist das schön. Da kann man sich ruhig mal freuen. Oh, dann geschafft hier. Okay. Aber es war so gut wie modifiziert. Die allerwichtigsten Sachen waren ja drin. So. Alles hier. Ich kann hier auch alles jetzt nehmen. Das Ding wird fertig sein. Das Match hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zacka, bumm. Sehr schön. Sehr schön. So, 32 Treffer. Waren das echt so viele? Ach ja, ich bin dabei. Nee. Echt 32 Treffer? Gut, da werden die Treffer vom Flugzeug noch mitgezählt. Klar, zerstörte Flugzeuge. Ja, Unterhalten. Aha. Abschlusshilfe. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Oh, und schlecht. Ich glaube, der hat sich richtig ins Zeug gelegt hier. Ist überall vorgestürmt wie ein Wahnsinniger. Ja, dann sieht man auch hier 5 Abschlusshilfen, 7 Kills. Respekt, Herr Kollege, Respekt. Ich sag mal so, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fand es unterhaltsam. Lasst doch ein Abo da, tut euch ja nicht weh und mir würde es helfen. Wäre super von euch hier, Latzen, ne? Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also, viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao.